Moin Leute, was geht? Oh, sorry. Ja, moin Leute, was geht? Mein Name ist YouTubeGamescom auf der PlayStation 3. Ich begrüße euch natürlich wieder ganz herzlich zu einem neuen Video auf meinem Kanal der Junge Zocker. So, Leute, heute gibt es eine kleine Änderung, die es so nicht in meinem Upload-Plan gegeben hat. Nein, ich zeige euch noch schnell meine PlayStation 3 PSN-Freunde, aber heute spielen wir mal tatsächlich solo den Kampanagen-Modus. Ich habe das lange nicht mehr gezockt und ich freue mich natürlich endlich wieder diesen Modus zu zocken. Das hier ist ein ganz, was sind ja alles meine PSN-Freunde, die ihr ja wahrscheinlich alle sehen könnt. Ihr erkennt euch wahrscheinlich alle wieder, auch vielleicht in dem schnellen Modus vielleicht. Aber bei so vielen Leuten muss ich einfach mal ein bisschen vorspulen, sonst geht das einfach nicht mit der Zeit. Ja, dieser Modus habe ich so lange nicht mehr gespielt. Ich bin ja eigentlich der Multiplayer-Typ, aber ich dachte mir einfach mal spontan, hey, wenn ich einfach hier bin, kann ich doch einfach mal die Kampanage zocken und dazu vielleicht noch ein kleines Commentary dazu starten. Ich werde jetzt gleich mal Kampanage starten. Ich werde eine Mission wählen, und zwar die Pyrenäen. Ja, wir spielen auf Rekrut. Eine gute Stufe, denke ich mal. Und wir haben jetzt auch schon den Levelstart. Wir können die Ausrüstung anpassen. Hier Visier können wir dran machen. Ja, nehmen wir die AK-47 damit. Und ich denke, das passt. Weil jetzt gehen wir nach Afrika. Afrika, genau. Und zu meinem Thema heute. Mein Thema. Wisst ihr es wahrscheinlich? Mein Thema heißt heute. Wartet mal, Leute. Ja, mein Thema heißt heute Gronkh von Minecraft. Ja, dieses Thema ist, denke ich mal, für viele bekannt. Ich habe gestern nochmal Ding geguckt. Das hatte zwar nichts mit Gronkh zu tun, aber doch ein bisschen schon. Ein bisschen Dreisat geguckt. Da kam plötzlich so ein Typ, haben die Let's Player gezeigt. Und da kam plötzlich der Valentin Ramel, heißt er. Auch bekannt als Sagaza LP. Haben sie gezeigt, dass es die Super Homies waren. Und auf jeden Fall möchte ich jetzt mal ein bisschen näher in diesem Gameplay auf Gronkh eingehen, was es für ein Mensch ist. Gronkh, das ist natürlich eher bekannt für Erik Range. Erik Range, das ist der Mann, der hinter Gronkh steckt, hinter der Fassade. Ich bin ja auch YouTube Gamescom und hinter mir steckt natürlich der Name Flo. Ich sehe ja gerade, hier brennt einer, das sieht nicht so gerade nice aus. Gleich mal die Schaufel nehmen. Und wie schon gesagt, finde ich etwas sehr, sehr asozial, dass Leute sich aufregen, wann kommt endlich das Gronkh Minecraft Spezial. Ich habe das mal gesehen, dass Gronkh ein Video hochgeladen hat. Gronkh Minecraft 999,91. Weil er verlängert ja die Minecraft-Folge 1000 ja immer mehr und mehr und mehr. Und man merkt natürlich auch, am Anfang gibt es unglaublich viele Dislikes. Da frage ich mich natürlich, sind das wirklich echte treue Abonnenten, die zu einem Menschen halten? Man kann doch nicht einfach jemanden disliken, weil das 1000. Video nicht kommt. Die Qualität im Minecraft-Video war genauso gleich. Wer wirklich das 1000. Spezial erwartet, der wird wahrscheinlich auf tiefen, grundlosen afrikanischen Boden treffen, auf Granit, weil dieses Special von Gronkh niemals kommen wird. Viele Menschen wollen immer etwas erreichen. Erreichen, erreichen, erreichen. Die anderen möchten auf dem Mond, die anderen möchten auf dem Mars, die anderen möchten auf dem höchsten Berg der Welt. Gronkh will aber, denke ich mal, nicht das erreichen, will nicht 1000 erreichen, will nicht das Höchste in seinem Leben erreichen. Er will einfach weitermachen, wie es ist, und will die 1000. Folge wahrscheinlich auslassen. Das ist meine persönliche Meinung. So, jetzt möchte ich natürlich noch über das neue Call of Duty sprechen, selbstverständlich. Call of Duty, ich liebe das. Ich habe irgendwas mitbekommen, ich weiß nicht, ob das stimmt, dass das irgendwie Call of Duty Ghost heißen soll. Bin mir nicht sicher, ich habe noch keinen Trailer angesehen, ich habe es nur bisher bei Machinima gesehen, dass da irgendwas stand, Call of Duty Trailer Ghost. Vielleicht wisst ihr ein bisschen Bescheid, um was sich dabei handelt. Ich kenne mich bisher noch nicht aus, ich habe jetzt auch noch wenig YouTube-Videos geguckt letzter Zeit, weil es mir natürlich einfach, ja, letzter Zeit nicht gut geht, das wisst ihr ja wahrscheinlich alle. Aus dem Grund werde ich ja nur noch jeden zweiten Tag ein Upload machen und das hauptsächlich Call of Duty. Ey, ich weiß noch, Leute, damals, als ich
auf dieser Map gezockt habe, wisst ihr noch, was das für eine Map, was das für ein Spiel war, um was ich hier geredet habe? Ja, es ging um die gute alte Ahornente. Da habe ich ja halt gesagt, Ahornente ist ein cooler Typ, ein Bier in der Hand und so und so und so. Und jetzt bin ich wieder tot. Setzen wir natürlich fort. Ich bin natürlich gleich wieder gerespawnt. Super Sache, muss ich sagen. Und ja, jetzt will ich nochmal über ein Thema sprechen, was mir natürlich sehr nahe geht. Und zwar, wahrscheinlich, ich weiß nicht, ob es euch auch nahe geht, aber es geht mir einfach um, um die PlayStation 4. Und zwar, ich will mal eure Meinung wissen dazu. Und zwar, schreiben bitte alle, kauft ihr euch die PlayStation 4 oder nicht? Das ist mir natürlich sehr wichtig. Natürlich frage ich auch die Xboxer, weil ich möchte die Xboxer auch nicht irgendwie benachteiligen. Werdet ihr euch die Xbox 720 kaufen? Ja oder nein? Es interessiert mich, weil weil die Masse immer recht hat, sagte irgend so ein Chemiker mal. Und werden wir einfach mal sehen. So, jetzt fordern wir aber erstmal die Luftunterstützung an. Und jetzt geht's ab. Jetzt geht's ab. Wir gehen hinter den Berg. L1 zum Feuern von Raketen? Na klar, wir feuern schon die Raketen ab und beides geht natürlich auch. Yeah, da unten laufen die Leute, die ganzen Milizen. Burn, motherfucker, burn. Burn. So, das war mein Video, Leute. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, ich habe euch nicht zu viel vollgequatscht. Ja, und ich sage ciao, Leute. Bis zum nächsten Mal. Euer YouTube Gamescom auf der PlayStation 3. Haut rein, Digga. Ciao. Da. Nein, daneben!